Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ein neues Elite-Bundle ist erschienen, das mittlerweile 7. an der Zahl. Und auch dieses bringt uns 3 neue fantastische Fahrzeuge mit ins Spiel dazu. Und ich habe mir gedacht, da lasse ich dich doch teilhaben bei meinem Kauf dieses Bundles. Das Ganze gibt es jetzt für knapp 30 Tage, 15% reduziert. Und da sage ich doch definitiv nicht nein. Und deswegen verlieren wir auch keine Zeit. Gehen direkt mal ins Headquarter und schauen uns dieses Bundle im Detail an. Ihr seht auch schon, das Ganze kostet knapp 1,6 Millionen Bucks hier im Spiel. Normalerweise wäre der Wert dieser Fahrzeuge bei knapp 1,9 Millionen. Also, ja, man spart natürlich schon ein bisschen was. Aber wir gehen rein. Wir gucken uns die Fahrzeuge mal ganz, ganz schnell an. Einmal gibt es die Chevy Corvette C7 ZR1 Convertible, also die Cabrio-Version, nicht die Targa-Variante. Also auch ganz interessant und passt hier auch zum letzten großen Update, wo sie ja hauptsächlich eben Cabrios und Spiders und so weiter mit reingebracht haben. Dann auch ein ganz besonderes Fahrzeug, der Renault RS01, ja, ein Tourenwagen. Ja, ganz, ganz cooles Fahrzeug. Ist so, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen schwächer, wie die DTM damals war, aber schon stärker als ein GT3-Rennwagen. Also man könnte schon sagen, so auf GTE, GTLM-Niveau, ein bisschen schneller vielleicht sogar. Also ein sehr, sehr geiles Fahrzeug und ich finde den auch optisch richtig, richtig nice. Also sowas hätte Renault mal, ja, in Serie, also für die Straße rausbringen müssen. Ich finde, das ist schon ein geiles Teil. Auf jeden Fall cool, dass er mit dabei ist. Und dann ein Fahrzeug, was schon ein bisschen im Vorfeld geleakt wurde. Der BMW i8 Roadster. Also auch wieder nicht die Coupé-Variante, sondern die Roadster-Variante. Die ja dann auch sehr, sehr gut eben zu diesem neuen großen Update auch passt. Was wir ja, ja, erst letztens sozusagen beleuchtet haben. Wobei ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen draußen. Und natürlich gucke ich nicht alle 3 Fahrzeuge auf einmal an in der heutigen Folge, sondern ich habe mir einfach gedacht, ja, wir gucken uns jedes Fahrzeug in einer einzelnen Folge an und wir gehen es einfach Step by Step durch. Wir beginnen einfach mit der Corvette C7. Aber zuerst einmal kaufe ich natürlich das Bundle für diese knapp 1,6 Millionen oder, ja, wenn man es aufrundet, sind sogar schon 1,7. Zum Glück habe ich ein bisschen Geld gespart, ja, und deswegen kann ich mir das auch gönnen und das tue ich jetzt auch an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, da gehen wir auch zu unserem Häuschen und da werde ich auch immer wieder öfters mal gefragt, wie man denn das Haus hier in L.A. bekommt. Das ist Teil der Gold Edition, glaube ich. Also auf jeden Fall einer besonderen Edition. Kann man so nicht einfach freischalten. Ich hatte das von Anfang an. Und ich finde es hier auch ganz cool. Also Miami ist auch cool, aber ich finde es hier eigentlich ganz cool in L.A. Ja, schöne Aussicht auf die Stadt und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich hier auch sehr gerne. Ja, den, ja, Veyron wollen wir eigentlich nicht. Ja, das wechseln wir mal ganz kurz. Wir wollen natürlich zur Corvette, die in der Hypercar-Klasse daherkommt. Ja, der Renault, entsprechend der Touring-Car-Klasse, da passt er ja auch hin. Und dann der i8 in der Street-Racing-Klasse. Aber wir wählen jetzt erstmal, wie gesagt, dieses Fahrzeug aus. Sieht auch geil aus, wobei mir tatsächlich die Targa-Variante, also eine Targa mit geschlossenem Dach, also wenn man so möchte, die Coupé-Variante, irgendwie besser gefällt. Ich weiß nicht, irgendwie sieht eine Corvette gerade, ja, eine C7, das, ja, ich weiß nicht, mir gefällt sie irgendwie nicht. Vielleicht können wir ja so eine Art Spider daraus bauen oder so. Ich glaube, dann würde es schon cooler aussehen. Aber wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ein paar Meter. Ich hätte das natürlich auch ganz gerne beim Autokauf schon direkt gemacht. Wäre bestimmt auch gegangen, aber jetzt habe ich ein bisschen den Umweg gemacht. Ist egal. Wir fahren mal. Auf jeden Fall ein geiles Fahrzeug, ja. C7, ZR1. Geile Kiste. ZR1 haben wir ja schon eine Weile, zum Beispiel in Forza Horizon 4. Allerdings dort eben nicht die Cabrio-Version, die Convertible-Version, sondern eben die Targa-Variante. Dort eben auch nur mit einem geschlossenen Dach möglich. Fährt aber auf den ersten Meter ganz gut. Ich meine, gut, wie gesagt, kommt in der Hypercar-Klasse daher. Das ist also nicht schlecht. Für mich eher so ein, ja, ja, Track-Toy könnte man schon was sagen. Das Ding ist natürlich eine absolute Leistungsrennsemmel. Ja, also der performt natürlich überall gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Autobahn, als auch, ja, hier in dieser, naja, man könnte schon fast sagen, Fußgängerzone. Und ihr merkt schon, ich habe es ein bisschen eilig. Ich möchte natürlich wieder zu diesem kleinen Tunnel fahren, wo ich ja immer sehr gerne den Soundcheck mache. Und den möchte ich natürlich unbedingt bei diesem V8 Kompressor geladenen Monster auch machen. Und ich würde sagen, ich parke hier mal rechts. Und dann würde ich sagen, blende ich mich mal aus und dann hören wir mal rein in das gute Teil. Ja.
Ja, das Nachblubbern, das hat The Crew 2 schon ganz gut drauf. Und ich finde, man hört auch ganz gut den Kompressor raus. Gerade wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, dann hört man den schon so ein bisschen. Und auch aus der Cockpit-Sicht, finde ich, hat man den schon ganz gut rausgehört. Und das ist ja nicht schlecht. Ja, ich meine, The Crew 2 hat jetzt nicht die besten Motorenklänge in Spielen, aber ich finde es immer wichtig, dass man halt trotzdem so ein bisschen raushört. Ist es ein V8? Ist es ein V10? Ist es ein Boxermotor? Ist es Turbo geladen? Ist es ein Sauger? Ist es Kompressor geladen? Und ich finde schon, dass man ein V8 und einen Kompressor hier raushört, also von dem her den Job definitiv erfüllt. Und so langsam werden die Wolken hier richtig dunkel. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass es gleich regnet. Das wollen wir ja natürlich nicht. Deswegen fahren wir jetzt ein Rennen. Und bei meinem Glück wähle ich jetzt ein Rennen aus. Upsala. Wo es auch regnet. Aber wir gucken mal. Wir machen ein kleines, kurzes Hypercar-Rennen. Nehmen wir doch gerade Hollywood, wenn wir doch schon hier sind. Schwierigkeitsgrad, ja, müssen wir den niedrigsten nehmen. 238 ist der Standardwert des Fahrzeugs. Bin mal gespannt, was wir so rauskitzeln können aus der ZR1. Oh, jetzt ist einfach Schnee da. Wunderbar, so schnell geht's. Schon schneit's in Hollywood. Also Schnee in Hollywood ist jetzt nicht unbedingt ein Fremdwort, aber eigentlich ist damit eher was anderes. Ja, egal, never mind. Führen wir das nicht weiter aus. So. Der erste, zweite Gang ist super kurz. Könnt mir vorstellen, dass es auch in Real Life so ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube fast, dass es nicht so ist in der Realität, sondern das ist so ein bisschen eine The Crew 2-Krankheit. Da hat mich ein Zuschauer auch letztens erst darauf aufmerksam gemacht. Und zwar, wenn ein Fahrzeug viele Gänge hat, dann ist der letzte Gang auch wirklich der Gang, den man voll ausdrehen muss, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. In der Realität ist es ja eher nicht so. Ja, in der Realität sind es ja eher so Spritspargänge und gerade bei Corvette definitiv sind die letzten Gänge Spritspargänge. Und ja, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen quasi zu kurz übersetzt, gerade die ersten Gänge. Aber ja, irgendwo müssen sie es wahrscheinlich balancen. Die Corvette kommt halt eben hier mit 8 Gänge daher und eben der 7., 8. Gang, das sind beides Spritspargänge. Also um das zu erklären, ne, die kann man nicht voll ausdrehen in der Drehzahl normalerweise, so wie ich das jetzt hier gerade mit dem 7. getan habe. Sondern die kann man einfach nur quasi untertourig fahren und wenn man halt eine gewisse Geschwindigkeit hat und sie halten möchte, dann macht es durchaus Sinn, einen Gang höher zu gehen, die Drehzahl niedrig zu halten, den Spritverbrauch niedrig zu halten und deswegen sogenannte Spritspargänge. Das sind also länger übersetzt, als das Fahrzeug eigentlich könnte. Hier aber im Spiel ist es nicht so. Eben aufmerksam wurde da ein Zuschauer, ich weiß jetzt den Namen nicht, tut mir leid, dass ich mir den nicht gemerkt habe, aber vielleicht fühlst du dich angesprochen, du hast es auf jeden Fall kommentiert und ich lese alle Kommentare, auch wenn ich nicht immer alle beantworte, aber ja, jetzt merkst du ja, ich hab's gelesen. Der hat es beim Z4 gemerkt, der Z4 ja auch mit 8 Gängen und der hat auch gleich gesagt, das ist Quatsch, also man fährt die 8 Gänge niemals aus. Aber gut, ist halt so, ne, The Crew 2 ist alles andere als realistisch und ich glaube, das will's ja auch nicht sein, deswegen da muss man dann ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber wie gesagt, hier finde ich, ist es ein kleines Defizit, weil die ersten ein, zwei Gänge dadurch halt viel zu kurz geraten sind. Und wenn man, so wie ich selber, schaltet, dann, ja, stößt man doch eher mal schnell in den Drehzahlbegrenzer. Aber gut, ich weiß es jetzt, ich merke es mir jetzt und dann hoffe ich mal, wenn ich das Fahrzeug gleich getuned habe, dann kriege ich das auch gleich ordentlich hin. Ja, und jetzt hier beim Schnee so ein Fahrzeug fahren, warum nicht? Ja, Heizung einfach auf volle Pulle, schnell genug fahren, dann entweicht vielleicht die heiße Luft auch nicht so schnell aus dem Fahrzeug. Also es geht auf jeden Fall vollkommen klar, oben ohne zu fahren bei kalten Temperaturen. Es ist nur nicht gerade sehr effizient. Also wie gesagt, man muss halt die Heizung voll aufdrehen und dann geht es schon. Aber es gibt deutlich Angenehmeres, sagen wir es mal so. War ein bisschen zu schnell, aber ich dachte, ich probiere es mal mit Vollgas. So, sehr schön. Da sind wir dann auch schon am Ziel und wir können ja eigentlich von hier aus auch direkt zu unserem Häuschen fahren und dann gucken wir mal, was wir da so optisch tunen können. Ich denke mal, gerade in der nächsten Folge, wenn wir uns den RS01 anschauen, das Touring Car, da werden wir optisch wahrscheinlich nichts dran ändern können. Da werden wir natürlich dann ein bisschen mehr Rennen fahren. Ja, Lager voll. Das hätte ich mal vielleicht leeren sollen. Aber egal.
So. Aber bei den Fahrzeugen, wo wir was optisch was ändern können, machen wir es auch mal. Wir gucken mal bei den Serienfarben. Da gibt es auf jeden Fall ein paar einige am Start. Finde ich auch cool. Weil natürlich das Serienorange natürlich sehr gut passt zum ZR1. Und dann gehen wir mal zum Aussehen. Also Motorhaube können wir, ja, die ganze Motorhaube mit Carbon versehen. Wir können hier zusätzliche Öffnungen machen, alles klar. Und das Ganze auch nochmal mit Komplett-Carbon-Optik. Also ich gehe das nochmal wieder komplett durch, auch an die neuen Zuschauer. Ich gucke mir erstmal alle Teile an und dann entscheide ich mich halt für eines von vielen Kombinationen. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Ja, das heißt auch nicht, dass ich am Ende sage, das ist genau mein Geschmack, sondern das ist jetzt halt einfach die Entscheidung, die ich heute treffe. Deswegen nicht zu sehr beurteilen. Du hast ja selber die Möglichkeit, dir was auszuwählen. Oder wenn du das Spiel nicht hast, dann kannst du dir ja trotzdem, weil ich alle Teile durchgehe, dir vorstellen, ah, ich hätte das so oder so gemacht. Egal, wir gehen's durch. Frontstoßfänger, da gibt's ein paar mehr zur Auswahl. Okay, so mit, wie nennt man das nochmal, wenn man die Scheinwerfer so überlappt? Das, ich glaube Sleepy Eyes oder sowas heißt es. Das hat auf jeden Fall irgendeinen Namen, so einen Fachnamen in der Tuning-Szene. Das Ganze jetzt nochmal ein bisschen dunkel. Okay, das ist jetzt, glaube ich, den Splitter vorne in Wagenfarbe komplett. Finde ich es nicht so geil. Aber gut, je nach Wagenfarbe macht es vielleicht Sinn. Dann den Splitter vorne komplett Carbon, weil in der Serie ist ja noch ein bisschen was anderes. Und der Splitter, die Seitenflaps gehen ein bisschen höher, sehe ich gerade. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar möglich ist, sogar bei Chevy so zu kaufen. So eine zusätzliche Geschichte. Zumindest mal bei der Z06 gibt es ja sowas, dass man solche zusätzlichen Sachen dazu machen kann. Ich kenne jetzt nicht genau das Performance-Paket, was das so beinhaltet. Ah, okay, guck mal, hier ist es lackiert unten und hier ist es dann in Wagenfarbe. Ja, viele Details auf jeden Fall, interessant. Okay, das, also ich glaube, man kann eine komplett Carbon-Corvette wahrscheinlich draus machen, wenn man möchte. Das hat so ein bisschen was vom Rennwagen hier, die Optik. Das hat so ein bisschen was von der C7R. Okay, cool. Wir gehen es mal durch, dann Felgen. Da gibt es tatsächlich nur die Felgen hier, die auch serienmäßig sind bei der ZR1. Dann, Bremssattel, die wird es eh gleich umfärben, wenn ich durchgehe. Außenspiegel gibt es auch nochmal einmal mit Carbon. Seitenschweller einmal. Ja, das ist, glaube ich, nicht Carbon. Das ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, Hochglanz. Und da gibt es einmal noch in Wagenfarbe. Das ist ja schon mit Carbon und diesem Zierstreifen. Dann Heckspoiler. Okay, da gibt es auch nochmal so ein bisschen mehr Richtung Rennwagenoptik. Ja, okay, das ist richtig Rennwagenoptik. Oder eben den. Wir können nicht den Spoiler komplett wegmachen. Das ist interessant. Dann Stoßfänger hinten. Okay, getönt. Wagenfarbe, bisschen andere Endrohre. Okay, ein Riesenendrohr. Oder zumindest mal die Verkleidung davon. Okay, mit mehr größeren Diffusor hinten. Komplett Carbon. Okay, und wahrscheinlich das Ganze ist. Ah, nee, das war's schon. Okay. Und dann gibt es natürlich die Innenraumgeschichte noch. Okay. Puh, okay. Ja, da würde ich sagen, das ist gar nicht mal so geil. Ja, gut, okay, also das, was mich stört an dem Fahrzeug, bleibt störend leider. Aber gut, das ist jetzt halt so. Wir machen mal das hier, finde ich cool. Wir machen, hier bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich machen möchte. Da blöd, dass die Sonne so blöd steht, ist halt so schattig gerade hier. Okay, ich bin jetzt irgendwie, habe ich jetzt das übersehen, was ich wollte? Achso, das fand ich eigentlich ganz cool, allerdings. Ja, ich glaube, mit dem Zierstreifen ist es fast cooler. Hier haben wir die zusätzlichen Flaps und ich glaube, ja, ich mach mal mit den getönten Frontscheinwerfern. Das passt schon so. Machen wir einfach mal. Felgen lassen wir auch. Dann Bremssattel. Ja, machen wir einfach rot. Oder sollen wir eine andere Farbe mal probieren? Blau. Beißt sich das zu sehr? Nö, finde ich cool. Ich mach das mal so in Blau. Spiegel lasse ich auch. Ich lasse das auch. Also, es gibt gar nicht so viel, was ich ändern möchte. Auch das hier finde ich jetzt Quatsch. Also es ist noch schlimmer. Ja, es fehlt halt da hinten so ein bisschen der Abdeckung, dass es mehr so ein bisschen Spider-mäßig ausschaut. Ja, hier können wir gerne die getönte Variante machen und gerne mit dem Diffusor. Jetzt bin ich nur gerade am gucken. Ja, ich glaube, genau die Variante hier. Und jetzt und Innenraum mache ich jetzt gar nicht, weil es gibt halt kein Orange. Also es gibt halt dieses, das hier, was so ein bisschen in Orange-Richtung geht. Aber ich finde,
das, was hier serienmäßig drin ist, ist schon gut so. Und das Material sieht ja auch schon zum großen Teil nach Alcantara und so aus, deswegen ich würde das einfach so lassen. Können natürlich jetzt noch ein paar Prestige-Objekte dran machen, aber ich glaube, auch da würde ich jetzt erstmal nichts ändern wollen. Ich glaube, das ist alles cool, so wie es ist. Ich liebe es ja gerne ein bisschen schlichter und deswegen passt es schon so. Gehen wir lieber jetzt zur Performance und gucken, was wir da so rauskitzeln können. Panidromischer Teile sollte ich haben. Vielleicht nicht die besten, aber ich habe zumindest mal ein Set. Ich kann mal gucken, ob ich da noch ein paar bessere habe. Das sieht doch ganz gut aus. Dann habe ich, glaube ich, nur das hier. Oder ich habe es übersehen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ich will da jetzt auch nicht zu lange verweilen bei der Auswahl der Teile. Ich muss halt einfach mal die Dinger echt ausmisten. Manche sind so, ich sag jetzt mal, unnötig, vorsichtig ausgedrückt. Das auf jeden Fall, das können wir gleich wegwerfen. Ja, dann kommen wir auf 1168 PS. Das ist natürlich eine Ansage. Und damit sind wir natürlich auch mehr als gut gerüstet für die entsprechenden Events. Und, upsala, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich zu den Aktivitäten, denn da gehen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Rennen an. Ich will jetzt nicht die längsten gerade fahren hier, aber wir könnten ja, lass mich mal gucken, wir könnten ja das hier mal fahren, oder? So, höchster Schwierigkeitsgrad, weil auf der Stufe sind wir ja jetzt unterwegs und dann haben wir auch einen guten Vergleich. Es liegt immer noch Schnee, also perfektes Wetter. Ja, das wäre geil, wenn wir da hinten halt die Abdeckung, da wo quasi das Dach, ne, normalerweise kann man ja ein Dach drauf machen beim Cabrio. Also ein Softtop. Wenn man das halt quasi wegwerfen könnte beim Tuning, wirklich so eine Art Spider-Optik machen könnte. Ich glaube, das würde dann echt nochmal geil aussehen. So wirkt es halt mit dem Heckflügel. Finde ich halt deplatziert, aber es ist halt, wie es ist. So. Beim Nitro setzen wir uns erstmal vorbei an den ganzen. Ja, mit dem zusätzlichen Diffusor da hinten sieht es schon ganz geil aus. Die stehen auch so ein bisschen raus, sehe ich gerade. Nice, nice. Geil wäre natürlich jetzt die Umrandung des Diffusors. Auch so in Wagenfarbe wäre, so wie vorne der Splitter. Das würde das Ganze mal abrunden. Also ihr seht schon, auch wenn es hier und da geil ist, so ein paar kleine Verbesserungsvorschläge hätte ich noch optisch, was man machen könnte. Na, stellt euch vor, so ein bisschen Spider-Optik. Also hinten diese Höcker nenne ich jetzt mal. Oh, jetzt habe ich die Kurve vergessen zu fahren. Keiner gesehen. Hinten beim Diffusor so ein bisschen diese Umrandung in Wagenfarbe, diese Zierleiste. Und dann wäre das Ding eine richtige Waffe. Optisch. Ist es natürlich jetzt auch, aber dann wäre es halt noch viel mehr, logischerweise. Fährt sich aber richtig gut. Sehr direkt. Macht Spaß zu fahren. Und wenn man das Tempo hat, kann es auch gut durchziehen. Mehr W8-Gänge gibt es nicht. Brauchen wir auch nicht. Nee, nee, ich habe den nicht getroffen. Nee, nee, nee. Ja, ich bin auch mal sehr, sehr gespannt von der aktuellsten Generation, also von der C8, wie da so die Z06 und die ZR1 dann aussehen wird. Des Weiteren ist ja auch noch eine Hybrid-Variante geplant, die Corvette Zora mit über 1000 PS. Also, ja, ich bin mal sehr gespannt, was da so noch passieren wird. Weil ich glaube einfach, viele oder einige finden die neue Corvette jetzt nicht so schön. Aber ja, man darf halt auch nicht verkennen, das ist jetzt halt erstmal die ganz normale Stingray. Ich glaube, wenn man dann halt wirklich die Z06 sieht und die ZR1 davon oder eben dann die Zora, ich glaube schon, dass die richtig böse aussehen können. Also ich persönlich auch, finde auch einige Details an der neuen Corvette auch nicht schön. Unabhängig jetzt natürlich, dass es ein Mittelmotor-Konzept ist, aber für das, dass es jetzt die erste Serien-Mittelmotor-Corvette ist,
finde ich, ist sie doch schon ganz gut gelungen. Ich finde auch, viele Elemente sind so ein bisschen typisch Corvette. Also, ja, ich finde sie nicht schlecht. Aber wie immer alles Geschmackssache. Und in der heutigen Folge soll es jetzt ja nicht um die C8 gehen, sondern um die C7 ZR1 Convertible. So. Hui. Ja, da sind wir gut durchgeflogen. Also hat schon Bock gemacht. Klank. Sehr schön. Ja, ich gucke auf die Uhr und wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, nochmal ein Rennen oder vielleicht sogar zwei Rennen zu fahren. Ja, die Action soll ja nicht zu kurz kommen. Wir wollen das Ding ja auch ein bisschen in Action erleben. So, Hypercar. Und dann gucken wir nochmal, was wir da machen. Schönes. Auf nach Las Vegas können wir eigentlich auch machen. Ein bisschen längeres Rennen, aber nehmen wir gerne auch mit. Ich glaube, hier sollte das Wetter doch auf jeden Fall auf unserer Seite sein. Ja, die Felgen könnten auch ein bisschen größer wirken. Oder zumindest mal die Räder. Das ist auch so eine Kritik. Jetzt spreche ich schon wieder die C8 an. Gerade hinten wirkt das Rad so ein bisschen verloren, ein bisschen klein. Aber das fällt mir jetzt hier gerade auch auf. Also hinten könnte das Ganze ein bisschen größer sein. Würde nicht schlecht aussehen. Ja, vielleicht ist es halt einfach so ein bisschen die Designsprache. Also der Ray findet immer was zu meckern. Man kennt es nicht anders. Nein, ist ja nur gut gemeint. Potenzial für Verbesserung. Schön. Noch mal ein bisschen hier aus der Cockpit fahren. Ist ein bisschen zu schnell. Bisschen falsch eingeschätzt. Verzerrt hier die Sicht übelst. Ja, liegt aber schon gut in den Kurven. Wenn der Ray es nicht verkackt und genug Tempo rausnimmt. Ah. Ich meine, was natürlich riesen Geschmackssache ist bei der ZR1, ist halt, man sieht es auch am Lenkrad, man sieht es auch so innen an dieser Zierleiste. Das ist ja so eine Art Kupferfarbe. So Messing-Kupferfarbe. Dieses, diese Alu-Optik. Das klingt jetzt komplett falsch. Also, ja, beim Lenkrad, ihr seht es ja. Das ist natürlich extreme Geschmackssache. Ich finde es irgendwo geil. Aber natürlich so eine, ja, normale Alu-Optik oder so würde wahrscheinlich auch nicht schlecht aussehen. Aber ich finde, es passt. Zur ZR1. Das ist cool. Und mir fällt auch gerade wieder ein, dass ich die Bremszettel blau gemacht habe. Passt ja sogar richtig gut, denn das ZR1-Logo ist ja von der C7. ZR1 ist ja auch blau. Ich weiß gar nicht, ob man das im Innenraum auch hat. Nee. Upsala. Aber außen, hinten. Das hinten, das ZR1, die 1, ist eigentlich blau. Man sieht es hier noch nicht so wirklich. Deswegen passt das ja eigentlich, dass ich das so gemacht habe. Da habe ich unbewusst, bewusst oder bewusst, unbewusst, egal, sucht euch aus, es richtig gemacht. Die Farbe wieder aufgegriffen. Ah, 480 kann man mal fahren, oben ohne. Aua. Ja, da sieht man es auch schon, die Skyline von Viva Las Vegas. Ja, ich höre auf. Mitsingen. Ich kann es nicht, ich weiß es. Aber man kann es ja mal anstimmen. Musst du halt einfach nur richtig im Kopf weiter singen. Alles easy. Sehr schön. Aber jetzt auch richtig hier Windgeräusche gerade hier am Start. Piu, 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 piu.
So muss es sein. Oh, ja, die Front gucken wir uns lieber nicht mal an. Leichter Kratzer an der Front. Nur ein ganz minimaler. So. So, jetzt dürfen wir ja wieder durch diesen Regenbogentunnel fahren. Das tun wir natürlich voll spektakulär. Das hat bestimmt einen offiziellen Namen in Las Vegas. Da. Irgendein Boulevard oder so bestimmt. Das Rainbow Boulevard. Oder so. Vielleicht. Weiß nicht. Wenn es einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. So, ich gucke auf die Zeit. Oh, ein ganz, ganz schnelles Rennen können wir noch machen. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Trotzdem schon mal an dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat, diese Folge, diese Ausgabe oder auch generell die The Crew 2 Folgen, dann lass es mich doch gerne wissen. Lass doch sehr, sehr gerne auch ein Däumchen nach oben da. Es ist nicht nur ja, eine Bestätigung für mich, sondern es ist ja natürlich auch, oder es hilft ja auch dem Video, dem Kanal. Also auch immer ein ganz gutes Feedback in vielerlei Hinsicht. Und da freue ich mich natürlich. So, das Rennen fahren wir noch. Die Bronx. Da ist, glaube ich, mehr die Räder gerade durchdrehen. Vorsicht, Auskante. Aber gut, wir haben alle ein bisschen Probleme hier. So, aber versuchen wir doch mal auf den etwas geraderen Abschnitten da ein bisschen Boden gut zu machen. Oh, fuck. Ja, der kleine Baum kann man nicht... Nein! Ja, ich weiß, man kann das Auto auch zurücksetzen. Aber ausparken ist viel cooler. Okay, jetzt wird's eine Challenge. Jetzt wird's eine Challenge. Da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber da hat er jetzt auch mega untersteuert auf einmal. Vielleicht, weil die Straße noch nass war. Jetzt ist sie mittlerweile trocken. Komm, auf geht's. Ein bisschen übertrieben. Aber jetzt haben wir ein bisschen hier... Ich weiß nicht, Landstraße kann man das jetzt nennen. Das ist Freeway, Highway. Ne, Highway ist es nicht. Eher dann Freeway hier, ne? Das ist jetzt eher Landstraße hier. Oder Feldweg. Hui! Aber zum Glück kann man in der Crew in der Luft lenken. Sonst wäre das richtig schief gegangen. Aber wir sind vorne. Immerhin. Haben wir doch alles richtig gemacht. Spannung aufgebaut und dann am Ende, weiß ich was, das Ende zur Halbzeit nach vorne gesetzt. Ja, vielleicht bleiben wir da jetzt auch vorne. Oh Gott, okay. Oder auch nicht. Ich bleib hier hängen. Okay, jetzt muss ich mich zurücksetzen. Ich bleibe an diesem komischen Ding hängen. Okay, ich habe jetzt halt null darauf geachtet. Ich kenne halt die Strecken nicht alle auswendig, ne? Und wenn du dann nicht ständig auf die Minimap guckst, ja, dann passieren genau solche Fehler. Dann kommst du da mit 380 Sachen an. Und dann ist natürlich schon alles zu spät, weil du da viel früher bremsen musst. Aber ich hol's halt nochmal spannend. Ganz klar. Ich mache die Karte einfach ein bisschen größer, dann ist ein bisschen mehr im Blickfeld. Ich meine, ich spiele The Crew 2 im Verhältnis. Verhältnismäßig, Vorsicht, sehr wenig. Also im Prinzip eigentlich nur zur Aufnahme. Und man kann ja dann abzählen, wie viele Folgen ich mache und, ne? Also klar, hier und da vielleicht mal ein Summit anfangen, damit ich den Ruhm abernten kann. Es gibt ja immer, wenn du eine Summit-Aufgabe machst, kriegst du ja immer wöchentlich gut Ruhm. Und das bringt dich ja dann auch im Level voran und so weiter. Aber, ja, und vielleicht hier und da mal ein bisschen Geld farmen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Übel
bisschen zu schnell jedes Mal vor den Kurven. Ich hab zu viel Vertrauen. In mich oder ins Fahrzeug, man weiß es noch nicht. Egal, am Ende gewinnen wir das Ganze und sind damit auch am Ende der Folge angekommen. Wie schon gesagt, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da und natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback in den Kommentaren. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle und vielleicht schon morgen, auf jeden Fall in den nächsten Tagen, gibt es dann das nächste Video hier vom Elite Bundle 7 und dann, wie gesagt, geplant mit dem Renault RS 01. Gucken wir mal, was der so drauf hat. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das Fahrzeug auf jeden Fall mega geil. Aber wie schon gesagt, ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Mach's gut und bis dann. Ciao!